Moin Leute, unsere Erde ist vor sehr langer Zeit mal flüssig gewesen und dann erst im Laufe der Zeit erstarrt. Zu der Erde, wie wir sie heute kennen. Die Erde besteht aus vielen unterschiedlichen Schichten, die zum Beispiel warm sind und je tiefer wir den Erdkern kommen, desto wärmer wird es quasi. Die Schicht, auf der wir stehen, nennt man Erdkruste und diese kann je nach Standort so zwischen 5 bis 70 Kilometer dick sein. Die gespeicherte Wärme der Erdkruste lässt sich halt nutzen, um daraus Strom zu erzeugen oder unsere Häuser zu erwärmen. Und die Energie ist praktisch kostenlos und hat ein unfassbar großes Potenzial. Laut dieser Quelle lassen sich zum Beispiel alleine mit den ersten 3 Kilometern unserer Erdkruste 100.000 Jahre des weltweiten Energiebedarfs decken. Also warum zum Geier nutzen wir das nicht? Ja, gibt's irgendwie technische Gründe oder sind wir einfach wieder zu doof? Politische Gründe? Keine Ahnung. Woran liegt's? Und die Wahrheit liegt tatsächlich wieder, wie so oft, irgendwo dazwischen und das klären wir hier und heute. Also los geht's. Okay, checken wir erstmal, wo die Wärme überhaupt herkommt und wie die überhaupt entsteht, damit wir wissen, wie wir da drankommen können. Die Leistung, die das Erdinnere so abgibt, liegt bei ungefähr 47 Terawatt. Zum Vergleich, Deutschlands Stromkraftwerke haben insgesamt eine Leistung von 0,21 Terawatt. Hier seht ihr den Vergleich, der klitzekleine blaue Balken, den ihr dort seht, das ist die installierte Leistung in Deutschland und der riesige Balken ist quasi die Erdwärme. Ach ja, und die Sonneneinstrahlung, wenn wir die noch dazu packen, die hat 173.000 Terawatt, dann sehen wir halt diesen dicken gelben Balken und dann verschwindet praktisch alles andere. Also das ist das meiste, was wir eigentlich haben können. Okay, aber wo kommt die Erdwärme eigentlich her? Ja, es gibt 2 Quellen, zum einen die Restwärme der Erdentstehung tatsächlich, also das, was noch übrig ist von der Entstehung der Erde, und die zweite, das sind radioaktive Zerfälle, die im Erdmantel passieren, also in der zweiten Erdschicht. Der größere Teil kommt aber durch den radioaktiven Zerfall und der wird noch sehr, sehr lange andauern und zwar so lange, dass man hier von einer erneuerbaren Energiequelle sprechen kann. Okay, aber damit ist die Frage, warum wir das nicht machen, immer noch nicht geklärt. Zudem gibt es ein Land, das extrem stark auf Geothermie setzt und dieses Land ist energetisch nahezu unabhängig und zufällig ist es auch noch eins der reichsten Länder der Erde, gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Ich spreche von Island. Island setzt extrem stark auf Geothermie. 65% des Primärenergiebedarfs von Island, also grob gesagt Wärme und Strom, sind tatsächlich aus geothermischer Energie. Der Strombedarf ist zu 27% aus Geothermie erzeugt und der Rest ist über Wasserkraft. Also hat Island tatsächlich 100% regenerativen Strom und ist damit halt eins der reichsten Länder der Erde. Ja, ihr seht hier zum Beispiel das geothermische Kraftwerk Svartsengi. Und die Energie für dieses Thermalbad, was ihr da seht, das gibt's praktisch gratis dazu, ja. Das Ganze funktionierte so gut, da es in ungefähr 1 bis 2 Kilometern Tiefe bereits 200 Grad Celsius heiß ist und sich das super nutzen lässt. Das ist relativ ungewöhnlich, ich erkläre euch gleich noch warum. Das Kraftwerk, was ihr hier seht, produziert 75 Megawatt an elektrischer Energie und 150 Megawatt an Wärme. Die Erdwärme ist dort so günstig, dass manche Straßen und Gehsteige in Reykjavik im Sommer beheizt werden. Das ist kein Scheiß. Hierfür werden Leitungen, die immer etwas Wärme abgeben, dicht unter der Oberfläche verlegt oder die Abwärme der Fernwärmeheizung, die immer noch circa so 30 bis 40 Grad beträgt, einfach genutzt. Und wieder die große Frage, warum machen wir das nicht? Es klingt ja mega geil eigentlich in Island. Ja, schauen wir uns einfach mal die Geologie von Island an, ja. Da verläuft nämlich, wie ihr hier seht, so eine Linie genau durch Island. Und diese Linie, das ist die tektonische Plattengrenze. Also hier grenzen quasi 2 verschiedene tektonische Platten aneinander. Ihr seht, dass dort auch besonders viele Vulkane liegen. Das Besondere dabei ist, dass die Erdkruste an dieser Stelle, total vereinfacht gesagt, super dünn ist. Ja, das könnt ihr hier auf diesem Bild erkennen. Und das ist quasi ein Riesenvorteil. Man muss also nicht so tief bohren, denn Bohrungen sind wahnsinnig teuer und sehr, sehr aufwendig. Ja, um das Ganze noch was besser zu verstehen, schauen wir uns mal an, welche Lagerstätten von geothermischer Energie es denn überhaupt so gibt. Und die kann man eigentlich relativ einfach unterscheiden. Es gibt nämlich einmal
sogenannte Hochenthalpiestätten. Das sind welche, die halt Temperaturen über 200 Grad haben, und Niedrigenthalpiestätten, die halt weniger, also eine geringere Temperatur haben. Es wird halt einfach nach Temperatur eingeteilt. Je höher die Temperatur, desto besser natürlich, also desto mehr Energie kann ich da rausziehen. Ich denke, das leuchtet ein. Für die meisten geothermischen Kraftwerke muss aber tief gebohrt werden. Tief bezeichnet man eigentlich so alles unter 400 Metern. Wie tief man gehen muss, hängt aber ganz stark von der jeweiligen Beschaffenheit ab, wie zum Beispiel in Island, wo es halt echt verdammt gut geht. Da muss ich oft nicht so tief gehen. Zieht euch dieses Bild hier rein. Da sind praktisch die zwei wichtigen Möglichkeiten aufgezeigt, wie man Geothermie halt realisieren kann. Beide haben so ihre Vor- und Nachteile. Das eine nennt sich irgendwie hydrothermales System. Dafür muss man halt nicht ganz so tief bohren. Hier habe ich praktisch schon irgendwie Wasser oder Dampf im Gestein vorliegen. Und das kann ich dann direkt abzapfen, die Wärme an der Oberfläche nutzen und dann wieder kalt in den Boden injizieren. Dadurch entsteht so eine Art von Kreislauf. Dann gibt es noch sogenannte petrothermale Systeme. Und hier gehe ich noch tiefer. Und da habe ich oft das Problem, dass ich sehr festes Gestein hat, was einfach nicht gut wasserdurchlässig ist. Hier kommt dann Fracking ins Spiel. Ich pumpe also mit so starkem Druck Wasser in das Gestein, dass dort kleine Risse entstehen und das Material so wasserdurchlässig wird. Durch diesen Kreislauf, ob er jetzt mit dem einen oder mit dem anderen System entsteht, kriege ich halt im Prinzip erstmal irgendwie warmes Wasser. Und das kann ich nutzen, um dann zum Beispiel eine Dampfturbine anzutreiben und damit Strom zu erzeugen. Oder ich nutze die Wärme direkt in den Haushalten oder als Prozesswärme oder sonst was, je nachdem, was ich da gerade brauche. Ob das Ganze gefährlich ist oder ob es irgendwelche Risiken hat, das zeige ich euch gleich nochmal. Grundsätzlich ist es aber so, je tiefer ich bohren muss, desto teurer wird das Projekt. Und bei Niedrigenthalpiestätten ist es tatsächlich oft so, dass die Ausbeute so gering ist, dass der Eigenverbrauch dann schon bis zu 25% der gewonnenen Energie beträgt. Man muss sich also relativ sicher sein, was man tut, oder sehr gute Lagerstätten wie beispielsweise in Island haben, damit sich das Ganze überhaupt rentiert. Aber das ist tatsächlich auch nicht der Hauptgrund dafür, dass wir das nicht im größeren Maßstab tun. Ja, gibt's jetzt irgendwelche Risiken, irgendwie Risse, Erdbeben und so weiter? Was kann da eigentlich passieren? Also viele Leute haben auch Angst vor sowas, weil das Wort Fracking zum Beispiel im Spiel ist. Tiefe Geothermie muss super sorgfältig geplant werden, damit nicht solche Ereignisse wie hier in Breisgau passieren. Durch die Geothermiebohrungen hat sich der Boden angehoben. Und dadurch kam es zu erheblichen Beschädigungen der Gebäude, wie ihr hier sehen könnt auf den Bildern. Tatsächlich kann relativ viel passieren. Im Falle von Breisgau lag es aber an diesem Umstand. Ihr seht, da ist so eine Schicht im Anhydrit. Da wurde durchgebohrt, um halt an das geothermische Reservoir zu gelangen. Durch die Bohrung muss aber irgendwie durch einen Fehler, durch eine Undichtigkeit, was auch immer, irgendwie Wasser in diese Anhydritschicht gelangt sein. Das Wasser hat sich dann in diese Anhydritschicht eingelagert und wurde dann zu Gips. Und das große Problem ist, dass Gips ein wesentlich höheres Volumen hat als Anhydrit und dadurch dehnt es sich stark aus. Das führte dann zu den Bodenanhebungen bzw. Absenkungen und damit zu den massiven Schäden an den Gebäuden, die ihr eben gesehen habt. Auch bei den oben erwähnten Fracking-Maßnahmen, also diesem petrothermalen System, kann es während der Phase, in der man die Risse innerhalb des Gesteins erzeugt, also indem ich halt das Fracking quasi betreibe, zu echten Problemen kommen, also zu kleinen Erdbeben tatsächlich. In der Regel sind diese so klein, dass keine Schäden zu erwarten sind, aber es gibt auch Projekte, die aufgrund stärkerer Erschütterungen zum Beispiel eingestellt wurden. Zum Beispiel dieses Projekt hier in Kalifornien. Oder wie hier in Südkorea, wo ein Erdbeben der Stärke 5,5 ausgelöst wurde. Ob und wie stark die Erderschütterungen dann sind, lässt sich leider vorher kaum abschätzen. Besonders durch die Petrothermale oder durch das Fracking sind die Mikrobeben praktisch nicht zu vermeiden. Leider ist das auch die Methode mit dem größten Potenzial. Also ihr seht, hier haben wir so ein bisschen ein Problem. Wie gut das kontrollierbar ist und inwiefern ein echt ernsthaftes Risiko besteht, ist super umstritten. Wie sieht's in Deutschland aus? Naja, wir haben bereits Geothermie am Laufen. Ziehen wir uns mal rein, wie viel das wirklich ist, ja? Erstmal die elektrische Leistung. Das könnt ihr hier sehen. 2020 wurden 0,19 Terawatt an elektrischer Energie erzeugt mit Geothermie. Wir haben aber auch in Deutschland in dieser Zeit 565 Terawattstunden an Energie verbraucht. Also gerade mal 0,3% wurden mit Geothermie erzeugt, also praktisch gar nichts. Wie sieht es mit Wärme aus? Der eigentlich viel wichtigere Bereich. Und hier könnte man mit Geothermie tatsächlich relativ viel erreichen. Und das erklärt euch Norio jetzt. Tatsächlich ist der Anteil von Geothermie bei der Wärmelieferung wirklich verschwindend gering. 2020 wurden 1300 Terawattstunden in Deutschland benötigt. Rechts sieht man den Geothermieanteil von vollen 1,7 Terawattstunden.
Er ist tatsächlich so klein, dass man ihn in dieser Grafik und Größenordnung nicht einmal erkennen kann. Warum ist das aber aktuell wirklich so wenig? Dafür gibt es mehrere Gründe. Bei der Erschließung geothermischer Reservoirs treten recht häufig Fehlkalkulationen und Fehleinschätzungen auf. Trotz wirklich genauer Messungen kann ein Erfolg nie wirklich zu 100% garantiert werden. Es kann zum Beispiel vorkommen, dass sich Thermalwasser aufgrund falscher Prognosen nicht in ausreichender Qualität oder Quantität fördern lässt. Das kann wirklich zu einem finanziellen Desaster führen, aber eben auch Erdbeben verursachen. Stichwort sind hier induzierte und direkt verursachte Erdbeben. Genaueres dazu und wie relevant das genau für Deutschland ist, erkläre ich in meinem Video auf meinem Kanal. Dazu später mehr. Des Weiteren kann auch ein Bohrloch verstopft werden. Doch überraschenderweise gibt es vor allem politische Hürden. Die größte Hürde ist tatsächlich, und das hätte ich wirklich nicht erwartet, der Umstand, dass wir nach einem Endlager für Atommüll suchen. Genauer gesagt ist das Gesetz zur Standortsicherung von Anlagen zur Entsorgung radioaktiver Abfälle problematisch. Wie das Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung formuliert, müssen wissenschaftliche Interessen wie die Rohstoffgewinnung oder eben auch die Nutzung von Erdwärme mit dem Gemeinwohlinteresse nach der Suche eines sicheren Endlagerstandortes für radioaktive Abfälle abgewogen werden. Im Klartext heißt das, erst einmal sind alle Bohrlochaktivitäten für nukleare Endlager reserviert. Dadurch können Geothermieprojekte verzögert oder sogar ganz verhindert werden.